Spurensuche. Zwischen Licht und Schatten. Zwischen Formen und wilden Verzweigungen, die so nur Leben gibt. Zwischen Licht und Schatten und dem ersten Atemzug begann die Reise. Für ihre Licht-, Klang- und Rauminstallation haben Andreas Rimkus und Ingo Brake einen Ort gesucht, an dem sich die spirituellen Kräfte der Menschen sammeln können, ob gläubig oder nicht. Sie fanden die Sankt-Andreas-Kirche in Springe dafür. Den Künstlern geht es um die sinnbildliche und fühlbare Erkenntnis, dass Menschen gleich welcher Religion oder Kultur einander Kraft geben. Dass 1000 Engel, stellvertretend für unsere Ahnen und Glaubensvorstellungen, um uns sind. Sichtbar zwischen Licht und Schatten, versinnbildlicht in jedem der 1000 Spazier- und Krückstöcke und hörbar in den Stimmen der Welt. Der aktive Mensch steht im Mittelpunkt. Wer über die warme Metallkugel streicht, die einem Kopf gleicht, hört eines der über 100 Wiegenlieder, die Andreas und Christine Rimkus auf ihren Reisen durch die Welt sammelten. Wer den anderen berührt, erfährt etwas von seiner Wärme und Kraft. Ein Austausch, der uns stärken kann für die kalten Zeiten des Lebens. Jeder Stock eine Lebenslinie, eine Tradition, eine menschgewordene Verbindung. Jedes Wiegenlied eine Geschichte, eine Überlieferung, eine klangvolle Berührung der Seele. Tut sich der Himmel der Erde Spurensuche zwischen Licht und Schatten, zwischen Formen und wilden Verzweigungen, die so nur Leben gibt, bis wir 1000 Engel sind. Die Zeugen, die
Czuję, jak miłość przychodzi.